Servus Leute, ja, willkommen mal wieder zu einem Lesemonate-Video. Ein bisschen mau ist es gewesen. Ich glaube Juli, August, September. Ich habe schon gelesen, aber es war nicht ganz so, manches war nicht ganz so qualitativ hochwertig, wie ich gehofft habe. Ihr habt es vielleicht in einem vergangenen Video mitbekommen. Dann habe ich, im Nachhinein war es wahrscheinlich echt eine Dummheit. Ja. Ich habe nämlich mir gedacht, ich lese jetzt mal dieses Buch nochmal. Reckless von Cornelia Funke. Ich habe das damals, als das erschienen ist, gelesen. Und dann, als eben das hier, der zweite Teil erschienen ist, Lebendige Schatten heißt der, da habe ich mir gedacht, ich habe den zwar mir gekauft, ja, aber ich hatte dann einfach kein Gefühl mehr für die Geschichte und hab's einfach dann einfach sein lassen und hab's nicht weiter gelesen. Als dann der dritte Teil erschienen ist, habe ich mir, so doof wie ich eigentlich war, ja, habe ich mir den tatsächlich auch noch geholt, so, aber immer eben in der Hoffnung, vielleicht komme ich ja noch mal irgendwann in die Stimmung, dass ich mir diese Geschichte, vielleicht catcht mich die noch irgendwann mal. Und so ist es dann tatsächlich auch irgendwie passiert. Ich dachte mir, ja komm, hey, vielleicht gibt es da ja noch mal irgendwie irgendwas. Ja, und habe dann eben die Bücher mir zu Gemüte geführt. Und wie ihr vielleicht in meinem Bashing Video über die Reckless Trilogie schon gesehen habt, hat mir eben eine Sache in der Geschichte, eben die Tatsache, dass diese Goyle aus mir einfach nicht ersichtlichen Grund aus Stein sein sollen, die ist mir so dermaßen negativ aufgestoßen. Und es hat mir tatsächlich regelrecht einfach die komplette Geschichte verhagelt. Auch wenn die Geschichte an sich schon trotz allem irgendwie einige Defizite hat, war das ziemlich der Hauptgrund, weil eben es keine Erklärung und einfach keinen Sinn dahinter gibt, die diese Goyle aus Stein, aus lebendigem Stein sein zu lassen. Ja, ich sage, wie gesagt, wenn es so wie zum Beispiel in Der Hobbit, da gibt es diese berühmten drei Bergtrolle. Aber Tolkien liefert eben eine Erklärung und das auf bis ins Detail, warum Bergtrolle nun im Sonnenlicht wieder zu Stein werden. Ja,
Das wird erklärt. Und da ist irgendwo ein tieferer Sinn dahinter. In der Mythologie von Mittelerde selber. Aber das hat Cornelia Funke eben in keinster Weise da in ihrer Reckless Trilogie geschafft. Und das ist einfach in diesem Level an Geschichte, es ist einfach essentiell, dass so ein Fehler ein Autor einfach nicht begeht. Wenn er schon so einen Scheiß in seine Geschichte einbaut, dann soll er gefälligst das auch anständig begründen und dem Ganzen einen Sinn geben und nicht einfach nur, ich mache das jetzt als Stein, weil ich will ein bisschen kreativ sein. So, ja, da musst du schon kreativ sein, aber das muss dann auch Hand und Fuß und nicht nur einen kleinen Finger haben. Ne? Ja, und dann war es halt wirklich so, das hat mir tatsächlich so die komplette Stimmung verhagelt. Ich habe die letzte Zeit, wenn mir sowas passiert ist, so eine Geschichte quer gelegen, dann habe ich oftmals irgendwas gereadet, irgendwas, was richtig, richtig geil war. Zum Beispiel die Edelstein-Trilogie oder ich habe mir dann Harry Potter nochmal reingeknallt oder irgendwas. Einfach ein richtig geiles, fantastisches Buch nochmal gelesen, um mich aufzubauen. Aber das hat irgendwie mir, es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat mir wirklich so eine unglaublich negative Stimmung gebracht. Und ich bin in gewisser Weise immer noch in der Stimmung, bis vor ganz kurz. Ich erkläre es gleich, aber ich war wirklich bis letzte Woche in so einer unglaublich miesen Lesestimmung. Ich habe zwischendrin dann, weil es eben mir bei dem letzten Video diesen 10 tollen Büchern ist mir eben Spuren im Schnee zwischen die Finger mal wieder geraten und es ist nicht so dick und ich habe mir die Geschichte unbedingt mal wieder geben müssen. Es ist, falls ihr es nicht gesehen oder gehört habt von mir schon mal, es ist das allererste Buch, das ich jemals gelesen habe, also das Buch, ne? Nicht so ein so ein Bilderbuch mit ein paar Sätzen dabei, sondern so das erste echte Buch, was ich komplett gelesen habe. So als 6-7-Jähriger oder irgendwie so. Ich glaube, in dem Alter war ich da. Da konnte ich gerade so lesen. Ja. 7 Jahre ist Annette alt, als ihre Mutter stirbt. Nun muss sie auf dem kleinen Bergbauernhof in den Schweizer Alpen für ihren Vater und den kleinen Bruder Dani sorgen. Bei einem Streit mit dem Nachbarsjungen Lukas verunglückt Dani schwer. Annettes Hass kennt keine Grenzen. Sie scheut kein Mittel, um Lukas zu bestrafen und wird dabei selbst unglücklich. Eines Tages erfährt Lukas, dass es eine Möglichkeit geben könnte, das Geschehene wieder gut zu machen. Er ist zum Außergewöhnlichem bereit, ja, setzt sein Leben aufs Spiel, damit Dani wieder gesund werden kann. Ja, da heißt es für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren. Ja, Hammer, tolle, wunderschöne Geschichte von Patricia St. John. Das hier ist, glaube ich, die 21. Auflage oder irgendwie so. Müssen wir uns kurz schauen. Die 26. Auflage ist das. Ja, wunderschöne Geschichte.
die hat mich, ja, aber leider Gottes nicht aufbauen können irgendwie. Und dann dachte ich mir, boah, ich habe ja auch noch dieses wunderschöne neue Buch, Queen of Air and Darkness von Cassandra Clare, der dritte Teil von Die dunklen Mächte aus der Welt der Schattenjäger. Und die ersten beiden Teile waren ja, oder nicht waren, sondern sind eigentlich so ziemlich meine liebsten Bücher aus dieser ganzen Schattenjäger-Welt. Denn ich liebe einfach diesen Charakter der Emma, die Emma Costares. Ich fand die schon in den letzten Teilen von Die Chroniken der Unterwelt so wahnsinnig toll. Und dann jetzt als junge Teenagerin, junge Erwachsene, finde ich die auch noch so unheimlich toll. Und da dachte ich mir, ha, jetzt zieh dir diesen Prügel mal rein. Da kommst du bestimmt auf richtig schöne, gute, tolle Lesestimmung. Ja, ich will jetzt auch gar nicht spoilern, so irgendwie groß, aber da passieren ja im zweiten Teil, am Ende des zweiten Teils, nicht so tolle Dinge. Da war ich auch nicht ganz so begeistert von, was da so passiert ist. Und ich will auch jetzt will gar nicht spoilern. Deswegen sage ich da auch gar nicht weiter was drüber. Aber ich war not amused, sagen wir mal so. Auch wenn ich den ich kann es verstehen, was da passieren hat müssen. Aber ich war trotzdem nicht begeistert. Aber wie gesagt, ich habe dann mir gedacht, boah, ich liebe die beiden Bücher ja so sehr. Da gebe ich mir jetzt in meiner schlechten Stimmung mal den dritten Teil, Queen of Air and Darkness, und komme dann bestimmt auf in eine bessere Stimmung. Aber ja. Leider war es dann eben nicht so. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, ich stecke noch mittendrin in dem Buch und irgendwie bin ich auch gar noch nicht so weit gefühlt, so weit gekommen, wie ich eigentlich kommen hätte müssen. Aber ich weiß auch nicht, ich bin da momentan, ich hoffe, es wird jetzt endlich wieder besser. Aber das liest sich momentan noch wie Knetgummi, obwohl ich eigentlich weiß, dass es eigentlich ein tolles Buch ist. Und ich weiß aber nicht genau, woran es liegt. Ich vermute einfach, das liegt noch an dieser schlechten, negativen Stimmung, die mir diese Reckless-Trilogie angehängt hat, dass sich das für mich so sehr zieht. Ja. Ich will jetzt hier dann natürlich weiterlesen und das Buch natürlich beenden. Aber wie gesagt, ich habe da eben das Problem, dass sich das gezogen hat. So. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt hoffentlich geändert. Es ist nämlich so, dass eine befreundete Autorin mir ein Buch gegeben hat, dass es noch gar nicht gibt im Handel, und ich darf oder ich habe das testlesen dürfen. Und das war so
so, so, so geil, dieses Buch, und ich fand es so, so schön, die Idee für diese Geschichte, die Idee für diese Welt in der Welt. Ich will jetzt gar nichts, ich darf ja gar nichts spoilern. Ich will jetzt gar noch nicht mal die Autorin nennen, und um was es geht in dem Buch, darf ich auch noch nicht erzählen. Titel auch nicht und Dings und überhaupt. Ich kann euch nur sagen, es ist eine meiner liebsten Autorinnen, hat eines meiner absoluten Lieblingsbücher geschrieben, und eine meiner liebsten Reihen. Und ja, ich liebe diese Welt, die sie da in ihren Büchern erschaffen hat, in ihren bisherigen. Mehr kann ich jetzt gar nicht sagen. Könnt ihr euch vielleicht überlegen, falls ihr es erraten habt, welche Autorin, das ist ein Tipp, das ist eine Autorin, die da ihr tolles neues Werk mir zum Testlesen gegeben hat. Es wird zwei Teile geben, das kann ich vielleicht noch verraten. Und die Protagonistin ist cool, die ist richtig liebenswert und toll. Und ja, das Setting dieser Geschichte ist absolut Hammer. Ich war so begeistert, als ich da das angefangen habe zu lesen, und habe mich an dem Ort, wo eben die Protagonistin wohnt, das war so schön, sich in diese Geschichte regelrecht zu kuscheln irgendwie so. Das war richtig, richtig cool. Und dann gerätst du in eine fantastische Welt, die ich so noch bisher gar nicht nirgends gelesen habe. Irgendwie, das ist wieder so eine ganz, ganz neue Idee, die da entstanden ist, die ich echt Hammer finde. Auch wenn ich das manchmal bist du da, das begreifst, das ist fast schon ein bisschen so an der Grenze zum zu Fantastischen. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichte ist richtig, richtig, richtig geil. Und deswegen bin ich jetzt hoffentlich aus dieser negativen Stimmung, die mir eben diese Reckless Trilogie von Cornelia Funke beschert hat, endlich, endlich draußen. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, die Frankfurter Buchmesse steht kurz bevor. Und ich werde auf jeden Fall mindestens von Freitag bis Sonntag auf der Frankfurter Buchmesse sein. Ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen eher Urlaub. Das steht noch nicht ganz fest. Vielleicht schaffe ich es schon auch am Donnerstag auf die Messe. Aber ja, Freitag bis Sonntag bin ich auf jeden Fall auf der Frankfurter Buchmesse. Falls ihr mich dort seht, zufälligerweise, quatscht mich gerne an. Tja, ich werde mich wahrscheinlich hauptsächlich wieder in Halle 3 und eben auch in Halle 4 ein bisschen, aber hauptsächlich in Halle 3 rumtreiben.
Ja, das dazu in diesem Sinne. Nächstes Mal wieder was. Ciao.